Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die zweite Etappe des Haltenrundweges. Diese ist etwa 21 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran! Auf dem ganzen Weg des Haltenrundweges sind sehr, sehr, sehr wenige Sitzgelegenheiten. Das könnte man doch ändern. Ich weiß ja nicht, ob das jemand sieht, der dafür verantwortlich ist oder jemanden kennt, der einen kennt. Es wäre aber sinnvoll, da mal einige Sitzbänke aufzustellen. Noch eine kleine Sache von gestern. Wir sind gestern als Wanderblocker erkannt worden. Das hat uns richtig stolz gemacht irgendwie. Und hier noch Grüße an Marc und seine Frau vom Wanderblog Isa zu Fuß. Ich mache den Link mal unten dabei. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Macht Spaß, den Blog durchzulesen. Daumen hoch! Noch etwa 4 Kilometer, dann kommen wir wieder am Auto an. Die Tour insgesamt hat uns gut gefallen. Das Einzige, was uns gestört hat, waren die vielen breiten Wege und die
sehr, sehr wenigen Sitzgelegenheiten. Das könnte besser sein. Anfänger können diesen Weg auch gehen, da man keine Trittsicherheit braucht, aber eine sehr, sehr gute Grundkondition, denn 48 Kilometer ist schon eine Ansage. Wir bedanken uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und über Kommentare würden wir uns auch auf jeden Fall sehr freuen. Also, bis dann. Bye, bye. Jetzt sind es noch etwa 4 Kilometer, dann sind wir wieder am Auto. Noch etwa 4 Kilometer, dann kommen wir auch schon wieder am Auto an. Die Tour insgesamt hat uns, eigentlich war es ja nicht schlecht. Noch etwa 4 Kilometer, dann kommen wir am Auto wieder an. Die Tour hat uns eigentlich gut gefallen. Was uns gestört hat, war eben die breiten Wege und dass man kaum Sitzgelegenheiten hat. Aber ansonsten hat man auch einiges über unsere Vorfahren gelernt. Hut ab, also kann man auf jeden Fall gehen. Für Anfänger ist die Wegführung geeignet, aber da ist eine Mücke und jetzt geht wieder nichts. Wenn euch das Video gefallen hat,